Welche Ausbildungsstellen sind am besten bezahlt? Was muss ich in diesen Jobs machen? Und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eine solche Ausbildungsstelle zu bekommen? Wenn dich die Antworten auf diese Fragen interessieren, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Und zwar bis zum Schluss, denn am Ende dieses Videos verrate ich noch ein wichtiges Geheimnis. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich stelle im Folgenden 5 Ausbildungen im Büro und 5 Ausbildungen für Leute, die lieber anpacken, vor, damit für jeden etwas dabei ist. Danach gibt's als Bonus noch eine 11. Stelle, die nicht wirklich in eine der beiden Kategorien passt, dafür aber in Sachen Gehalt alles andere in den Schatten stellt. Aber dazu gleich. Wir beginnen mit den Ausbildungsstellen, bei denen man sich eher körperlich betätigt und nicht viel oder gar nicht im Büro sitzt. Auf Platz Nummer 5 der Top 5 der bestbezahlten Ausbildungsstellen ist der Mechatroniker. Als Mechatroniker lernst du, wie man Maschinen wartet und repariert. Außerdem darfst du auch bei der Entwicklung neuester technischer Innovationen mitwirken. Je nachdem, wo du deine Ausbildung machst, können die Arbeitsgebiete sehr unterschiedlich ausfallen. Vom Fahrzeugbau über Gasversorgung bis hin zur Medizintechnik oder sogar in der Luft- und Raumfahrt. Das alles ist möglich. Die Ausbildungsvergütung eines Mechatronikers unterscheidet sich sehr stark nach der Branche, in der du unterkommst. Im groben Schnitt liegt sie aber im ersten Lehrjahr bei 700 Euro, im zweiten bei 750. Im dritten bei 850 Euro und im letzten Halbjahr der dreieinhalbjährigen Ausbildung bei durchschnittlich 950 Euro brutto. Nach der Ausbildung erwartet dich ein Einstiegsgehalt von etwa 2000 Euro brutto monatlich. Meistens ist als Mechatroniker mittlere Reife vorausgesetzt. Dabei solltest du vor allem in Mathe und Physik gut abgeschnitten haben, denn unsere technischen Geräte sind heutzutage sehr komplex und gar nicht so einfach zu durchschauen. Darüber hinaus solltest du ein geduldiger Bastler sein und nicht schnell sauer werden, wenn etwas nicht gleich gelingt. Auf Platz Nummer 4, der Straßenbauer. Als Straßenbauer bist du fast immer draußen auf der Baustelle und hilfst dabei, unsere Straßen und Gehwege zu reparieren oder neu zu bauen. Auch Bauarbeiten an Rohrschächten oder das Verlegen von Kabeln und Leitungen unter dem Asphalt gehören mit zu deinen Aufgabengebieten. Dabei lenkst du auch schwere Baugeräte wie Bagger und Straßenwalzen. Im ersten Lehrjahr als Straßenbauer verdienst du durchschnittlich brutto 650 Euro, im zweiten schon deutlich mehr, nämlich etwa 900 Euro und im letzten Ausbildungsjahr gibt's noch einmal einen deutlichen Sprung auf 1200 Euro brutto. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt nach der Ausbildung liegt bei etwa 2200 Euro brutto. Um Straßenbauer zu werden, benötigst du keinen bestimmten Schulabschluss. Wichtig ist allerdings, dass du ein hohes Maß an körperlicher Belastung wegstecken kannst, denn dieser Job ist richtig anstrengend. Dazu solltest du auf keinen Fall leicht frieren, schließlich bist du auch bei schlechtem Wetter fast den ganzen Tag draußen. Platz Nummer 3, der Binnenschiffer. Ein Binnenschiffer arbeitet in der Regel auf dem Wasser, das heißt, du steuerst selbst Schiffe durch Binnengewässer. Dazu bist du verantwortlich für die Bearbeitung von Frachtpapieren sowie der Handhabung der Fracht selbst. Auch das Vorbereiten von Schiffen für das Ablegen gehört mit zu deinem Aufgabenspektrum. Im ersten Ausbildungsjahr als Binnenschiffer verdienst du durchschnittlich 850 Euro, im zweiten 950 und im letzten schließlich etwa 1100 Euro brutto. Anschließend steigt dein Gehalt als Berufseinsteiger auf gut 2000 Euro brutto an. Um eine Ausbildungsstelle als Binnenschiffer zu bekommen, benötigst du mindestens einen Hauptschulabschluss. Darüber hinaus ist es wichtig, dass du körperlich sehr belastbar bist, ein hohes Maß an technischem Verständnis mitbringst und es dir leicht fällt, dich lange zu konzentrieren. Platz Nummer 2, der Altenpfleger. Als Altenpfleger kümmerst du dich um unsere Senioren in den Pflegeeinrichtungen. Dabei unterstützt du sie bei allen täglichen Aufgaben, die sie allein nicht mehr schaffen. Darunter fallen auch medizinische Versorgung, beim Anziehen helfen oder die Unterstützung beim Essen. Dieser Nicht-Bürojob ist sicher der körperlich am wenigsten anstrengende dieser Top 5 und damit auch, aber nicht nur, für Frauen sehr gut geeignet. Als Azubi verdienst du im ersten Lehrjahr durchschnittlich 900 Euro, dann 1000 und schließlich 1100 Euro brutto. Dein Einstiegsgehalt nach der Ausbildung beläuft sich durchschnittlich auf sehr ordentliche 2400 Euro brutto monatlich. In der Regel benötigst du hier mittlere Reife. Wenn du aber einen Hauptschulabschluss mit sehr guten Noten hast, kannst du es ruhig mal probieren. Wichtig ist auch, dass du ein optimistischer Mensch bist, der emotional stabil ist. Denn natürlich gibt es in Pflegeeinrichtungen viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und regelmäßig gehen dort auch Menschen von uns. Das ist sicher nicht ganz einfach und dafür solltest du dich gewappnet fühlen. Und bevor wir zu den Bürojobs kommen, Platz Nummer 1 in dieser Liste, der Maurer.
Als Maurer arbeitest du fast ausschließlich im Freien und baust Mauerwerke aus einzelnen Mauersteinen zusammen. Das Schöne ist, dass du theoretisch sogar dein Eigenheim später zum Großteil selber bauen kannst, was dir dort dann natürlich zusätzlich noch einmal sehr viel Geld spart. Im ersten Lehrjahr als Maurer verdienst du durchschnittlich 700 Euro, danach schon ganze 1000 und im letzten Ausbildungsjahr etwa 1300 Euro brutto. Allerdings fällt hier der Sprung vom Ausbildungsgehalt auf das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung etwas kleiner aus als bei den anderen Jobs. Durchschnittlich etwa 1800 Euro brutto verdienst du dann zu Beginn. Du benötigst in der Regel einen Hauptschulabschluss, um Maurer zu werden. Wichtig ist, dass du dich gerne körperlich betätigst und nicht leicht frierst. Dazu solltest du durchaus schon etwas Geschick im Umgang mit Werkzeug mitbringen. Schließlich handelt es sich hier um einen klassischen handwerklichen Beruf. So, das war's schon mal mit den rein handwerklichen Ausbildungsstellen. Bevor es die richtig krasse Bonusausbildung gibt, kommen wir zu den Jobs im Büro. Schließlich liegt nicht jedem schwere körperliche Arbeit. Die Voraussetzungen, um an diese Stellen zu kommen, unterscheiden sich in der Regel relativ stark von denen der ersten 5 Ausbildungsstellen. Platz Nummer 5 unter den Bürojobs nimmt der oder die Verwaltungsfachangestellte ein. Als Azubi zum Verwaltungsfachangestellten kannst du in vielen öffentlichen Einrichtungen arbeiten, zum Beispiel in Ämtern, Universitäten oder auch bei der Landes- oder Bundesverwaltung. Dabei lernst du, wie und unter welchen Voraussetzungen Gelder an Leute verteilt werden, die finanzielle Unterstützung vom Staat benötigen. Dafür durchläufst du häufig mehrere Einrichtungen und lernst dabei viele unterschiedliche Arbeitsgebiete kennen. Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und ist damit grundsätzlich nie verhandelbar, auch nach der Ausbildung nicht. Die Vergütung beträgt im Schnitt im ersten Ausbildungsjahr 800 Euro brutto, im zweiten 850 und im dritten 900 Euro. Da du in dieser Ausbildung viel rechnest, sind gute Noten in Mathe unerlässlich. Dazu solltest du ein ordentlicher Mensch sein, der Termine immer einhält und sich sehr gut selbst organisieren kann. Platz Nummer 4 belegen die Bankkaufleute. Bankkaufleute haben ein breites Aufgabenspektrum. Meistens geht es jedoch um die Beratung und Betreuung von Kunden in Bezug auf die richtige Anlage ihres Geldes und den Zahlungsverkehr, also etwa Überweisungen und Ein- und Auszahlungen. Darüber hinaus ist auch das Kreditgeschäft ein wichtiger Teil. Dabei beschäftigst du dich mit der Frage, wer sich einen Kredit leisten kann und diesen entsprechend genehmigt bekommen kann und wer nicht. Durchschnittlich verdient ein Auszubildender in der Bank im ersten Lehrjahr 850, im zweiten 900 und im dritten 950 Euro brutto. Nach der Ausbildung steigt dein Gehalt im Schnitt auf knapp 2700 Euro brutto an. Du solltest dich sehr gut ausdrücken können und super darin sein, Leute zu überzeugen. Das hilft dir nämlich beim Verkauf von Anlageprodukten. Darüber hinaus musst du auch regelmäßig rechnen, zum Beispiel Kreditraten. Aufgrund dieser Dinge sind gute Noten in Deutsch und Mathematik sehr von Vorteil. Eine mittlere Reife ist Mindestvoraussetzung, aber auch Abiturienten sind mittlerweile sehr gerne gesehen. Platz Nummer 3, der Fachinformatiker. Diese Ausbildung gibt es in 2 Fachrichtungen, Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung befasst sich mit Wartung, Entwicklung und Anpassung von Software und Datenbanken, während der Spezialist für Systemintegration sich hauptsächlich um die Wartung und Administration des Firmennetzwerks, der Betriebssysteme und auch um die Sicherheit kümmert, also etwa Firewalls und Verschlüsselungstechniken. Die Vergütung während der Ausbildung als Fachinformatiker fällt in etwa gleich aus wie die eines angehenden Bankkaufmanns und beträgt im Schnitt 850, 900 und 950 Euro über die ersten 3 Lehrjahre. Bei Festanstellung nach der Ausbildung steigt ein Fachinformatiker mit einem Bruttomonatsgehalt von ca. 2700 Euro ein. Du benötigst die mittlere Reife, um Fachinformatiker zu werden. Dazu solltest du technisch begabt und geschickt im Umgang mit dem Computer sein. Gute bis sehr gute Noten in naturwissenschaftlichen Fächern sind wichtig. Aber auch gute Englischkenntnisse solltest du haben, denn in der Welt der Computer sind viele Begriffe auf Englisch. Platz Nummer 2. Kaufmann bzw. Kauffrau für Versicherung und Finanzen, bis vor einigen Jahren auch bekannt als Versicherungskaufmann. Als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherung und Finanzen berätst und betreust du Kunden in Versicherungsfragen. Du erstellst Angebote und arbeitest die zugehörigen Verträge aus. Auch die Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Versicherungsfällen sowie Tätigkeiten im Bereich der Buchführung und des Controllings gehören mit in diese Ausbildung. Das Ausbildungsgehalt setzt sich im Durchschnitt wie folgt zusammen. Im ersten Lehrjahr 860 Euro, im zweiten 930 und im dritten und letzten Ausbildungsjahr rund 1000 Euro brutto. Um eine Ausbildungsstelle als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherung und Finanzen zu bekommen, benötigst du mindestens eine mittlere Reife. Insgesamt sollten deine Noten überdurchschnittlich sein. Da es wichtig ist, dass du dich gut ausdrücken kannst und du sicher im Umgang mit Zahlen sein musst, sind gute bis sehr gute Noten in Mathe und Deutsch in den meisten Fällen sehr wichtig. Auch ein selbstbewusstes Auftreten hilft dir in diesem Job.
Und jetzt, bevor wir zu einem extrem wichtigen Hinweis kommen, der wichtiger ist als die Bezahlung jeder Ausbildung, lernst du noch Platz Nummer 1 kennen. Und das ist der technische Zeichner. Diese Ausbildung gibt es wieder in zwei Ausprägungen. Der technische Systemplaner einerseits und der technische Produktdesigner andererseits. Beide Ausbildungen sind sehr anspruchsvoll und doch unterscheiden sie sich relativ deutlich. Der Systemplaner ist die rechte Hand des Ingenieurs. Er bastelt aus einer Idee ein perfekt ausgearbeitetes 3D-Modell als Entwurf. Das Ganze zunächst mit Hilfe von Stift und Papier und anschließend mit entsprechender Computersoftware. Der technische Produktdesigner auf der anderen Seite ist derjenige, der sicherstellt, dass technische Produkte auch optisch ansprechend sind. Denn nicht nur Klamotten müssen gut aussehen, damit sie sich verkaufen, sondern auch die Spielkonsole, eine Brille oder ein Kran. Dass Optik und Funktionalität unter einen Hut passen, ist die Aufgabe des Produktdesigners. Technische Zeichner sind schon während der Ausbildung sehr ordentlich bezahlt. Im Schnitt verdient man im ersten Lehrjahr 900, im zweiten 950, im dritten 1000 Euro und im letzten Halbjahr der dreieinhalbjährigen Ausbildung 1050 Euro brutto. Danach erhältst du als Angestellter ein durchschnittliches Einstiegsgehalt von sehr ordentlichen 2800 Euro brutto. Wenn du kreativ bist, ein außerordentlich gutes räumliches Denkvermögen besitzt und darüber hinaus in naturwissenschaftlichen Fächern sehr begabt bist, allen voran Mathe und Physik, könnte der technische Zeichner die richtige Ausbildung für dich sein. Dazu solltest du sehr gut zeichnen können. Als Schulabschluss ist mindestens eine mittlere Reife vorgesehen. Noch besser stehen deine Chancen aber mit Abitur. Und jetzt gibt's wie versprochen noch den Job Nummer 11, der eigentlich in keine der beiden Listen passt. Der absolute Platz Nummer 1, was die Bezahlung angeht, ist der Fluglotse. Fluglotse ist wohl einer der verantwortungsvollsten Jobs, die man sich vorstellen kann. Dabei bist du nämlich verantwortlich dafür, den Flugverkehr zu überwachen und zu koordinieren. Genauer gesagt kontrollierst du die Einhaltung von Flughöhe und Kurs der Flugzeuge in deinem zugewiesenen Flugraum. Und zwar so, dass die Flugzeuge immer ausreichend Abstand zueinander haben. Aufgrund der sehr hohen Verantwortung und notwendigen Konzentrationsfähigkeit arbeitest du als Fluglotse immer nur 1,5 Stunden am Stück, gefolgt von rund einer Stunde Pause. Der Verdienst des Fluglotsen untergliedert sich in 2 Jahre, in denen alle nötige Theorie vermittelt wird und in denen die Vergütung jeweils durchschnittlich 900 Euro brutto beträgt, und den praktischen Teil im 3. Jahr. Dort steigt dein Gehalt abrupt auf durchschnittlich ganze 4000 Euro brutto an. Um Fluglotse zu werden, benötigst du Abitur oder Fachabitur. Auch Bachelor-Absolventen sind gerne gesehen. Das Höchstalter für das Antreten einer Ausbildung zum Fluglotsen beträgt aber 24 Jahre. Dazu benötigst du sehr gute Englischkenntnisse und musst Englisch bis zum Abitur gehabt haben oder machst einen externen Test, der dir Niveaustufe C1 attestiert, zum Beispiel den sogenannten TOEFL. So, das war's also mit den bestbezahlten Ausbildungsstellen. Kommen wir jetzt noch zu meinem kleinen Geheimnis bzw. zu meinem sehr, sehr wichtigen Hinweis. Tatsächlich ist es nicht entscheidend, wie viel du in deiner Ausbildung oder als Berufseinsteiger verdienst, denn es hat keine Aussagekraft darüber, was du daraus machst. Wenn du einen Job wählst, der dir keinen Spaß macht, ist das nicht nur verschwendete Lebenszeit, sondern du wirst auch niemals richtig gut darin werden. Das Problem dabei ist, wenn du nicht richtig gut wirst, wirst du auch niemals überdurchschnittlich viel verdienen. Wenn du aber findest, was dir wirklich Spaß macht, hast du auch genug Motivation, dich über deinen Job hinaus mit der Materie auseinanderzusetzen und bekommst einen großen Wissensvorsprung auf deine Kollegen. Das führt dazu, dass du dir die besten Arbeitgeber heraussuchen kannst und einen hohen Stellenwert in der Firma bekommst. Und das wiederum lässt sich im Laufe deiner Karriere in bares Geld umrechnen. Diesen Umstand solltest du bei der Jobwahl auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, auch wenn die Verlockung einer besonders gut bezahlten Ausbildung absolut nachvollziehbar ist. So, dieses Video war etwas umfangreicher als gewohnt. Wenn du es bis zum Ende angeschaut hast, sage ich vielen Dank für deine Zeit. Du darfst mir gerne eine Bewertung und ein Abo dalassen, und falls du Leute kennst, die sich auch für dieses Video interessieren würden, dann teile es doch einfach mit ihnen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg bei deiner Suche nach der richtigen Ausbildung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.